Ach, das ist immer noch der Voodoo. Boah, ey. Ich weiß gar nicht, wie alt sind meine Zwerge eigentlich und wie knapp sind die davor abzunippeln? Das ist das falsche Menü. Da kann ich mal kurz reingucken. Die sind ja eh alle beschäftigt. Alter, 13. Wie alt werden Zwerge? Ich glaube, die haben nicht mehr lange. Ich glaube, ich fürchte, dass die tatsächlich so in 2, 3 Tagen hops gehen. Ip hat keine gute Laune. Warum hat Ip keine gute Laune? Er ist unaufmerksam. Guck mal, das Lager ist komplett voll. So, sammelt ihr denn auch die Kisten ein? Nein, warum nicht? Zwinge ich dich halt. Oh. Die wollte ich gerade die Kiste einsammeln. aber Bücher kannst du schon mal einsammeln. Nein, 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 nein. Das war knapp. Beinahe hätte ich sie lesen gelassen. Bildung. Ich gebe meinem Volk doch keine Bildung. Wo kommen wir denn da hin? Oh, die Axt kannst du auch mitnehmen. Okay. Live ist am Kochen. Live darf auch weiter kochen. Bina. Guck mal, Bina. Brauerei mitnehmen. Bar mitnehmen, meine ich. Und. Brauerei kannst du auch mitnehmen. So, Matthias. Du. Gehst mal dahin und dann sammelst du auch Dinge ein. Ich hätte auch so schlechte Laune. Ne? Ja, Leute, ich weiß, aber ihr kriegt ja gleich. Ach komm, einsam einbauen hier. Darauf scheißen wir auch ganz kurz. Wir bauen einfach jetzt quick and dirty. Quick and dirty. Alles verschippen hier. Und die Zelte auch. Dein Inventar ist voll, ne? Ja. Nicht, was dein Plan gerade war, aber hör auf damit. Trank der Jugend. Ah, den hebe ich mir, glaube ich, lieber auf. Nichtsdestotrotz kannst du den trotzdem mitnehmen. Ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Karte. Ach ja, die. Nehmen Sie mal mit. So, Doreen ist schon mal voll. Bina. Bina ist nicht voll. Bina. So, du sammelst hier auch schon mal den Scheiß ein. Aru, moin! Ist das so? Warum läuft mein Chat eigentlich nicht richtig? Weil das hier immer noch Twitch ist, mein Lieber. Darum spielen wir hier die freundliche Version. Und ich weiß auch nicht, wir spielen auch die Steam-Version, inwieweit das auf der Steam-Version funktioniert. Hast du ein volles Inventar? Sie hat ein volles Inventar. Du hast kein volles Inventar. Mach dein Inventar voll. Wie, Entschuldigung, dass ihr kurz einen schwarzen Bildschirm bekommt, aber mein OBS ist halt gerade zickig und ihr habt mein Screen gesehen. Nein! So, du bist voll, hast du mal gesagt. Ne? Live. Pack das ein. Einpacken.
So, jetzt ist die Frage. Ich hoffe, es funktioniert alles, dass das alles, was in den Lagern ist, im Lager bleibt, wenn die zusammengebaut werden. Angeblich soll das funktionieren. Alle sagen, für den Umzug machst du einfach ein Lager. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Okay, hier oben sieht gut aus. Du hast noch Platz. Geh nochmal da gucken. Es sieht gut aus. Es scheint, als wenn sie wirklich alles einpacken. Ich bin begeistert. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Da kann sein... die haben die Farben nicht eingepackt. Hier, du bist doch noch... Da ist nichts. Hervorragend. Alles mitnehmen. Ich glaube, hier hatte ich nichts mehr, ne? Nee, sieht gut aus. Und Essen mitnehmen. Ja, okay. Kacke. Hier geht's ja gar nicht gut. Warum sagt die denn noch nichts? Ja, isst die mal. Ist schon richtig. Guck. Das ist der... Naja, komm, wir lassen sie beide da. Okay, ich glaube, wir haben alles. Nein, haben wir nicht. Die Lager müssen dringend mitgenommen werden. Das ist natürlich wirklich richtig. Haben wir das andere Lager schon? Begeistert. Oh ne, weil es da steht. klug. Ich bin... Okay. Jetzt sieht das aber ganz gut aus. Geht es jetzt wenigstens ein bisschen besser? Ja, guck mal, Stimmung erhöht sich wieder. Okay, Leute, dann kann ich... alle einzeln anklicken. Richtig geil. Hab ich das nicht? Okay. Halt, stopp. Wir müssen das Essen mitnehmen. Ich weiß nicht, wie schnell wir unten was zu fräsen kriegen. Wieso bist du nicht in Arbeitsmodus? Mitnehmen, 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 mitnehmen. Okay. Das ist die falsche Taste. Shift, okay. Okay, wir sammeln uns einfach mal an hier. Und alle haben gerade keinen Bock auf nichts. Doreen. Wo ist denn Doreen? Doreen hat keinen Bock, sagt sie. Doreen hat auf den Fahrstuhl gewartet. Das ist okay, Doreen. Du darfst auf den Fahrstuhl warten. So viel Zeit ist auch noch. Es ist smart, dass ich unten rechts sitze, weil ich nehme mir gerade meinen Bildschirm auf. Das heißt, ihr seht auch die ganzen Pop-Ups nicht. Von anderen Dingern. Voll cool. Okay, Leute. Gute Nachrichten. Wir ziehen um. Und zwar... die Ringe habe ich. Ich glaube, das Wichtigste habe ich. Ich glaube auch... man kriegt so oder so Dinge nachgeliefert.
Ich glaube, dafür gibt es extra Cutscene. Wir werden es sehen. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere. Ich hoffe, wir sind klug genug und nehmen den Fahrstuhl. Offensichtlich nicht. Okay, das heißt, das Klettern wird ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, in der Zeit verhungert niemand. Hier nehmen schon den Fahrstuhl. Wie passen da mal rein? Vier? Vier, ne? Sieht noch vier aus. Mit der klippenden Mütze. Aber es lippt. Es funktioniert. Die Hauptsache. Hammer 4. Ja, sie weiß schon, dass es nicht aufgeht und rennt jetzt schon los. Wie brillant ist sie denn? Gibt es Doreen, ne? Doreen, die kluge Maus. Du bist halt auch einfach langsam, ne? Die Frage ist, hätte es gereicht, einfach die mit dem Ring runterzuschicken und der Rest wäre automatisch gegangen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, während die auf dem Weg sind, gehen wir mit Kakao machen. Was hab ich Bock auf Kakao? Kuchen und Kakao. Beste Kombi. Alter, dem geht's gar nicht gut. Was ist da drin? Jugendtrank. Noch einer von den Platz? Ja. Nehmen wir mit. Oh, hast du einen Stein im Inventar? Okay. Den werden sie sicherlich gut gebrauchen können. Okay, das heißt, wir sollten eigentlich mit der nächsten Tour alle mitkriegen. Okay, die Ernährung von den Leuten sieht gar nicht so gut aus. Ja, ich glaube, es bringt nichts, sie jetzt auch irgendwie tiefer runterzuschicken. Weil, wenn wir mal gucken, wie weit Doreen gekommen ist, dann. Sehe ich da kein Potenzial dafür, dass das in irgendeiner Art und Weise gerade irgendwie schneller vonstatten gehen könnte. Dann hätte. Vielleicht einen zweiten Gang und einen zweiten, aber das. In der Zeit, wo ich das gebaut hätte, habe ich auch alle runtergeschickt. Dass fast jeder was zu wissen arbeitet. Guck, sieht bequem aus, da in dem Moos. So, da kommt schon die zweite Welle. Haben wir es gleich geschafft.
ich glaube. Ich gehe mir ganz schnell einen Kakao machen. Da hat nur mal Bock drauf. Oh, guck mal, die sind alle voll müde. Vielleicht entstehen da auch in der Zeit nochmal ein paar neue Wiggel. Ja, können wir uns das ja auch leisten, noch mehr Kinder zu haben, ne? Ist ja nicht so, dass mir die dann schon die Haare vom Kopf fressen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ab dann, wenn wir in die neue Welt gehen, ich auch einfach ein bisschen gucken muss, wie ich vorankomme. Zurechtkomme vor allen Dingen. Oh nein, ich habe ein Set vergessen. Sieht irgendwie komisch hier aus. Wer weiß, was da für Geheimnisse noch gelauert hätten. Die ist fast unten. Ey, in der Zeit, wo der Fahrstuhl dreimal gefahren ist, ist sie ganz von da nach unten geklettert. Und sie kommt fast zeitgleich mit der letzten Gruppe an. Irrsinniges Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Batsch. Volle Kanne erwischt. Also krass, gut, dass das. Dann wollen es jetzt keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt eine Flasche genommen habe oder nicht. Muss hier schon wieder welche Leute was gegessen und ausgeruhter sind. Also prinzipiell alles richtig gemacht. Alter. Ah, da kommt die Katze. Hier, bitte. Dann werde ich dir mal das Tor öffnen. Rutsch mal ein Stück. Magie braucht Platz. Na gut. Danke. Wollen wir mal. Nimm den Ring Odins und gib den Weg frei. So, bitteschön. Und der Ring? Wie Ring? Ist doch meiner. Wie jetzt? Jetzt gib ihm den Ring zurück. Was? Aber ich gib ihm den Ring. Er hat dich befreit. Er wird Fenris bezwingen. Oder von ihm gegessen. Also? Ihr müsst lernen, selbst auf die Ringe zu achten. Ich kann ja nicht überall zugleich sein. Hab schließlich auch nur zwei Flügel. Hier, verliert keine Zeit. Verlegt Wiggles und Waren, bevor sich das Tor wieder schließt. Na, aber das versteht sich doch von selbst. So. Jetzt kann ich wieder reden, Aro. Ich habe dich natürlich nicht ignoriert, aber ich wollte während der Cutscene halt nicht dazwischen quatschen, er hat sich einfach pennen gelegt. Geiler Typ.
Und damit gehen wir hinab in die Schwefelwelt. Was möchtest du denn, Aru? Ich soll dich nicht so ablenken. Es tut mir sehr leid. Was für ein Teufelszeug!